meine Pokéfreunde und Pokénetten zur 33. Folge von Pokémon Blau. In dieser Folge werden wir das machen, worauf ich keine Lust habe, die Safari-Zone. Ich mochte sie in keinem einzigen Spiel. Und dennoch müssen wir es schaffen, denn dort gibt es die geheime VM-Surfer, die wir unbedingt fürs Spiel brauchen. Wir können zwar jetzt auch, ich glaube, zur 6. Arena gehen, aber ich würde gerne doch erstmal die Safari-Zone machen. Das hier ist die Safari-Zone anscheinend. Da gehen wir jetzt mal hin. Oder ist es das? Nee, ist es nicht. Aber was ist denn das hier? Okay. Tolles Bild. Hallo. Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Fleckmon? Fleckmon, okay. Fleckmon hat keine Zähne mehr? Was soll das denn heißen? Der Wärter trägt den Spitznamen Fleckmon. Ach so. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Okay, das erklärt's. Also, der Wärter, den alle Fleckmon nennen, hat seine Zähne verloren. Fleckmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Vielleicht kann uns weiterhelfen, weil wir haben ja dieses Fossil in einer der ersten Folgen in der Höhle da gefunden. Und ich weiß auch, wie es weitergeht. Wir müssen einfach hier drüber ruhig. Wir wollten uns das Schatz angucken. Oh, das können wir ja auch noch machen. Hallo. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Ja, genau, das kostet Geld und ja, ihr werdet es eh gleich sehen. Der Erik sagt: Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Oh, der Arme. Name Fleckmon. Ach, passend. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Und da kriegen wir sogar den Pokédex. Nee, kriegen wir nicht, oder? Schade. Aber wir haben es so gesehen. Das ist das Gute. Wir haben es gesehen. Name Chanera. Oh, Chanera ist so ein geiles Pokémon. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Das gibt es auch nur in der Safari, glaube ich. Wow, what the fuck? Was ist mit dem Face los? Warum ist es so gedreht? Okay, das arme. Das arme Chanera. Mann, Mann, Mann. Da haben wir was Interessantes gefunden. Da kann mir Saatze ja mal helfen, hier durchzukommen. Hier oben ist übrigens die Safari-Zone. Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon? Ja, yep, so sie es, weil die zu faul sind, um Volteball ein Sprite zu geben, sagen die, ey, der Pokéball ist ein Volteball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Und das haben die dann in jeder Generation auch gemacht. Und nice, wir haben einen Pokédex-Eintrag. Also wir haben es zumindest gesehen. Ja, wir haben es gesehen. Hier haben wir den Markt, aber ja, hab ich keinen Bock zu. Oh, mein Gott, da unten ist auch noch mal eins. Mein Pokémon. Ja, wie kann ich das ansprechen? Geht das nicht? Ich weiß nicht. Ich werde jetzt nicht die Stadt komplett erkunden. Tut mir leid, aber dazu habe ich jetzt echt nicht irgendwie so richtig Lust. Das, was ich jetzt auch finde. Kabuto! Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Ja. Das hast du in den ersten Gen... In der ersten und der zweiten Gen, glaube ich, auch, hat es einfach keine Augen. Das da oben sind nämlich nicht die Augen. Die Augen sind innen drin. So wie bei Mimikma. Genauso. Mimikyu. Kangama, ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt und immer weiblich ist. Ja, ich dachte immer, das wäre männlich, aber es ist immer weiblich. Genau wie Tauros, das immer männlich ist. Glaube ich. Außer ich glaube jetzt, scheiße, könnte vielleicht sein, tut mir leid. Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht langes Rumgerede, sondern hier ist die Safari-Zone. Safari-Spiel, oder wie ist es? Safari-Spiel, okay. Pokémon fangen. Für mich ist immer noch Safari-Zone. Safari-Zone, ja, genau. Ja, nee. Ich kann nicht reden. Hi, bist du zum ersten Mal hier? In dieser Gen, ja. Die Safari-Zone besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Und hier kann man auch den Sunny Town Glitch oder wie auch immer. Glitch Town. Glitch, wie auch immer. Den kann man hier machen, aber den mache ich nicht, weil ich Angst habe, dass mein Spiel crasht. Ja, aber ich habe es euch gesagt, dass man hier einen Glitch machen kann, dass die
Welt zerstört wird, dass alles glitschig ist. Bevor du dich auf die Jagd gibst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokémon-Box auswählen. Ja, oh, stimmt, das ist wichtig. Das sollten wir machen. Wenn wir wirklich Pokémon fangen wollen. Habe ich überhaupt Pokebälle? Nicht wirklich. Müsste ich einkaufen gehen, ne? Müsste ich machen, Mann. Baum, baum. Ich mag die Musik. Ist echt toll. Lass mich durch. Dann werde ich, denke ich, noch mal kurz. Mal eben. Ja, dann. Ah, wen soll ich denn wegtun? Ich tue, glaube ich, gar keinen weg. Mhm. Ich mache einfach nur die. Ich werde nur die Box wechseln, damit wir auch sicher Platz haben. Und danach gehe ich nochmal. Nee, wir kriegen doch Bälle, bin ich doof. Wir kriegen doch hier Safari-Bälle. Welche, soweit ich jetzt weiß, einfach Pokebälle sind, nur halt für die Safari-Zone. Und man kann sie nicht behalten. PC von. Ah, nein, das ist Items. PC von Max Items. Pilz PC ist Pokémon. Nein, geh doch rauf. Dankeschön. Doom. Badabadaboom. Pokémon, Box wechseln. Damals ist die Box wechseln, das ist so ein scheiß Feature. Ja, man muss immer speichern. Dann musst du eine Box auswählen. Dann speichert es. Und dann ist die Box. Es ist dumm gemacht damals noch. Aber es ging ja nicht anders. Es war der Gameboy. Was willst du da machen? Soweit ich weiß, ging es dann erst so richtig mit dem Game Boy Advance. Ja. Wahrscheinlich wird mein nächstes Pokémon-Let's Play das Let's Go Pikachu und Evoli sein. Wahrscheinlich. Einfach weil es das Neue ist und ich vielleicht sogar die Chance habe, es zu Let's Playen. Vielleicht, wahrscheinlich, ja. Und deshalb kann ich das vielleicht machen. Mal gucken, ob ich Lust habe. So, jetzt werden wir gefragt. Willkommen in der Safari-Zone! Für nur 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du auf die Jagd gehen? Klar. Das kostet 500 Pokédollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Mike erhält 30 Pokébälle. Safari-Bälle, genau. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der Glitch geht. Man muss einfach hier stehen, speichern, raus und rein und dann irgendwie geht das. Und hier spielt die Entwicklungsmusik, warum auch immer. Tipps für Trainer. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Da. Ja, so gesehen 500 Schritte haben wir. Und derzeit müssen wir die Quest machen. Rasthaus. Was sind die Quests? Das werden wir euch zeigen. Sobald wir es finden, das Item. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Okay. Sarah. Wo ist bloß mein Freund Eric hingegangen? Oh. Das sollten wir Eric mal Bescheid sagen. Ach, da kommst du drauf. Das sind die Nidoking-Statuen. Und hier gibt es jetzt überall Pokémon. Starke wahrscheinlich. Oh, starke wahrscheinlich, dachte ich. Ja, fangen wir es mal. Und? Haben wir Glück? Nein, natürlich nicht! Das ist doch Level 22. Wer will denn Level 22 Nidoran weiblich haben? Yo. Aber ich glaube, ich gehe gerade die falsche Richtung. Ich glaube nämlich, dass man nach links muss, oder? No, Area 2? Okay. Ich weiß nicht. Ich laufe mal ein bisschen darum. Ich habe keine Ahnung hier. Vielleicht brauche ich auch mehrere Tries. Mehrere Versuche. Wir werden. Ich hoffe, ich werde die Quest in dieser Folge schaffen. Ich will es schaffen in dieser Folge. Oh, wir haben schon so viele Schritte verkackt, ja? Das ist so nervig. Oh, ein Item, das könnte es sein. Nee, dann ist es da oben vielleicht. Oh mein Gott, dann gehe ich da gleich hin. Was ist das hier? Ein Rasthaus. Okay. Hallo, red mit mir! Viele hast du gefangen. Ich bin total erschöpft. Gar keine. Ich habe einen Scharnierer gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Ja, Scharniere ist wirklich gut. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich hundemüde. Oder auch Hundepleite. Oh, ja, Hundepleite, genau. Nee, bankrott. Oh, fuck, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts! Kein Pokémon, bitte. Kein Encounter. Shit! Wie komm ich denn da hin, da unten? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Wenn ich nicht jetzt gleich nicht schaffe, dann werde ich einfach, Rockfruit oder so gucken. Na, wir brauchen auch auf jeden Fall Pokémon, also Platz für Pokémon.
Oh, fuck. Wir sind hier, glaube ich, komplett falsch. Habe ich total das Gefühl, dass wir hier komplett falsch sind, Mann. Das ist nichts. Gut. Ein Dodo, das habe ich nicht mehr. Habe ich nämlich nicht mehr nochmal neue gefangen. Deshalb können wir es ja mal versuchen zu fangen. Man kann das Pokémon mit Stein bewerfen oder mit Lehm oder sowas. Manchmal zumindest. Und das Pokémon ist geflüchtet. Ja, die können hier eh nur flüchten. Oder bleiben. Ja, komm, Hals, Maul. Brauchen wir nicht. Nein. Tipps, Trainer. Die verbleibende Zeit verstreicht nur, wenn du läufst. Ja, das weiß ich. Och, nee. Ah, fuck, jetzt habe ich... jetzt habe ich Schritte... Oh mein Gott, wie viele Schritte. Schon die Hälfte ist weg. Das ist ein richtiger Scam hier. 500 Pokédollar für 500 Schritte, Mann. Damn. Tipps, Trainer. Finde das versteckte Haus. Dann gewinnst du eine VM. Ja, aber ich glaube, man braucht... Ja, genau, das versteckte Haus ist dann der Typ, der Fleckmann heißt. Wir brauchen aber erstmal die Zähne. Sonst gibt er uns, glaube ich, nichts. Die goldenen Zähne. Das ist das, was ich jetzt weiß. Oder gibt einfach ein extra Item? Ich weiß es nicht, aber... Soweit ich weiß, ist da irgendwo links. Glaube ich. Fuck. Wo bin ich jetzt? Bin ich falsch? Ich bin anscheinend falsch. Scheiße. Meine Schritte gehen mir total aus. Warte, ich will mal was ausprobieren. Das verschwinde nicht, okay. Nur wenn ich richtige Schritte gehe, nicht wenn ich gegen die Wand laufe. Immerhin, immerhin. Jo. Was haben wir hier? Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Laufe durch das hohe Gras und schaue. Lass sie auftauchen. Okay, was kriegen wir jetzt? Ein Para. Was komisch aussieht in der Gen. Komm. Wir haben so viele Safari-Bälle. Bleiben sie nicht extra gekauft. Lass mal versuchen, irgendwas zu fangen. Komm, bitte. Irgendwas. Das will einfach nicht. Hier ein Stein! Bam! Voll Logik, ne? Am Anfang wären wir sonst, würden wir sterben durch Tauben und Ratten. Aber hier können wir mit Steinen auf Kakamo schmeißen und die hauen einfach nur ab und greifen nicht an. Hier dürfen wir einfach so ins hohe Gras, ohne Pokémon, aber sonst nie. Oder wie? Was greift? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber es ist halt Pokémon-Logik. Köder. Hier. Nom 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 nom. Lecker, oder? Bam. Komm. Irgendwas. Das muss sich hier gelohnt haben. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Bleib drin. Das war ein Gefehl. Oh. Komm, letzter Versuch. Letzter Versuch. Ach, dann sei doch leise. Dann lass mich in Ruhe. Wenn du schon auftauchst, dann lass dich auch fangen, Mensch. Ich versuche mal da links hinzugehen. Oh Gott. Surfer. Oh nein. Aber Surfer kriegen wir doch erst von dem Typen. Die VM. Oh, ein Nidorina. Fuck, das wollte ich nicht fangen. Nein, ich will es nicht fangen. Shit, ich wollte es gar nicht fangen. Das war so sehen. Brauche die Bälle eh nicht, also. Ja, meine Schritte sind down. Down, genau. Nee, meine Schritte sind verschwendet. Ja, ich werde auf jeden Fall noch immer einen Cut machen und gucken, wo es, welchen Weg wir gehen müssen. Seht ihr, hier ist ein Rihorn. Und wir können einfach so als Mensch hingehen, sagen, yo, hier, Ball, boom. Kannst du bitte drin bleiben? Nein. Okay, jetzt haut er ab oder auch nicht. Oh, Stein, lass ihn die Sache wütend machen, dass er auf uns zu rennt. Das ist schlau. Es flüchtet. Oh, was ein Feigling. Bitte, oh, vielleicht ist das ja der richtige Weg gewesen und ich bin den anderen falschen Weg gegangen. Oh mein Gott. Areal 2. Hm. Dong, dong. Die Zeit ist um. Du hast verkackt. War die Jagd erfolgreich? Besuch uns bald wieder. Nein, war es nicht. Und ich werde ab hier einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wo wir hin müssen. Yeah. Okay, Leute. Ich habe mich jetzt erkundigt. Und ich weiß nun, wie man das machen muss. Und die Geschichte war falsch. Man muss einfach nur zum Haus. Und dann kriegt man eigentlich auch schon den Surfer. Die goldenen Zähne. Ich weiß gar nicht, für was die waren. Das war nicht für den Typen. Ich dachte immer, das war für den Typen. Sonst würde er nicht reden. Aber anscheinend war das doch nicht so. Also wir waren eigentlich schon richtig, wo wir waren. Wir müssen eigentlich hier einfach rechts. Hier durch. Das war richtig. Jetzt nach oben, nach ganz oben und dann nach links im Ausgang. Da waren wir auch. Das mache ich dann mal eben. Ihr könnt mir gerne begleiten. Oh.
Könnt mich vergewalten. Ein Oval hätte ich schon gerne so. Wollen wir es fangen? Aber es hat keinen Bock. Und es. Oh, es fliegt immer nicht. Vielleicht haben wir nur eine Chance. Okay, ich benutze einen Köder, wenn es nicht flieht. Okay, nice. Köder. Ja, komm, friss! Meine Eier frissen. Vor allem, Owei hat hier einen ganz komischen Sprite. Und zwar ist da ein riesiges Ei noch dabei. Warum auch immer. Normalerweise ist es niemals da. Das ist wirklich nur in dieser Gen so. Hier ein Stein. Bam! Was willst du jetzt? Jetzt habe ich dich kaputt gemacht. Und ja, jetzt weint es. Shit. Okay. Ich weiß auch, welchen Weg. Das ist eigentlich alles schon richtig gewesen. Da rechts ist da oben. Es gibt ja auch richtig viele Items, aber ich habe jetzt keinen Bock, die zu suchen. Hier ist nach oben und nach links. Gerade durch. Ja, das weiß ich. Nicht da, dort. Jetzt haben wir nämlich schon. Oh, jetzt haben wir schon so viel verbraucht. So viele Schritte. Aber das ist richtig. Denn jetzt machen wir einfach das Gleiche, was wir vorhin gemacht haben. Und zwar. Aber diesmal keine Umwege oder Fehler. Ach, Junge, komm, hau ab. Tschüss. Ich mach das mal ganz schnell hier eben. Und die goldenen Zähne, die sind, soweit ich weiß, auch auf dem Weg. Shit, ist das hier richtig? Oder dort? Hier. Ich sag hier. Aber ich glaube, hier ist es richtig. Und Chanera, oh mein Gott! Und Chanera ist richtig selten hier. Komm, lass es fangen. Was? Ich hab das verfehlt? Das kann auch passieren? The fuck, hier Köder erstmal. Damit es nicht sofort abhaut. Aber trotzdem flieht es. Das nimmt den Köder und flieht. Okay. Noch eins? Natürlich nicht. Ein Rihorn. Ein Rihorn ist auch richtig geil. Dass ich hier sogar noch eine Weiterentwicklung und zwar. Rizeros, glaube ich. Nee. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe nie Glück hier bei der Safari-Zone. Nie. Ich hasse sie. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist wegen der VM. Die brauchen wir auch, sonst kommen wir nicht weiter. Und sobald wir die haben, können wir endlich weitermachen. Ja, geil. Und soweit ich weiß, wenn man fliehen will, kann man auch fliehen. Man kann jetzt nicht sagen, nö, du kannst nicht fliehen. Das ist immer so. Dass man fliegen. Ist ja. Hier ein Stein. Bam. Bitte geh nicht. Noch ein Stein. Wollte zwar nicht. Hab ich auf zu viel schnell gedrückt. Und jetzt bist du richtig aggro und jetzt rennst du in meinen Pokéball rein und bleibst für immer drin. Oh. Leider nicht. Oh, ich dachte gerade schon, das wäre was. Aber nein, natürlich nicht. Nein. Oh mein Gott, wir haben es gefangen. Wir haben einen Rihorn. Brauchen wir zwar nicht, aber hey, immerhin. Ein Stachler-Pokémon. Der Knochenbau dieses Pokémon ist 1000-mal härter als der eines Menschen. Okay. Interesting. Oh fuck, wo müssen wir lang? Oh, ein Item. 44. Keine Ahnung, was es ist. Habe ich jetzt gerade keinen Bock zu gucken. Fuck, wir müssen hier hoch. Bin mir sicher. Was ist das? Protein. Ach komm, setzen wir Protein ein. Das ist einfach nur Itemsverschwendung. Das ist einfach nur Platzverschwendung hier, sowas. Protein, ja, Taubos kannst du haben, I don't care. Da, da, ba, bum, 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 ba, ba, dum. Okay, tut mir leid. Jetzt runter. Ja. Und dann kann man hier raus, glaube ich. Tipps für Trainer! Bis zum geheimen Haus ist es nicht mehr weit weg. Jo, das ist der richtige Weg hier. Und nun, ich glaube, oh, das sind die Zähne, das sind die Zähne. Goldzähne! Belohnung! Wer die Goldzähne des Parkwächters der Safari-Zone findet, erhält eine Belohnung. Finder melden sich bitte beim Parkwächter. Aber wo ist der Typ? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und nochmal eine TM. Und hier haben wir ihn. Wir haben noch 167 Schritte. Okay, wir haben aber noch die Items. Dann möchte ich gerne gucken. Ich weiß, ich glaube, ich habe keinen Platz mehr, oder? Warte, was ist das für eine Schädelwumme? Könnten wir vielleicht Totok beibringen? Doppelteam? Ach, nee, du. Doppelteam vielleicht ja.
schmeiß ich das weg. Und hier haben wir ihn. Oh, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. VM03 Surfer. Gut, und jetzt können wir den Rest der Zeit nutzen, um Pokémon zu fangen, wenn wir Bock haben. Ich glaube, das machen wir sogar. Die können wir nicht durchnehmen. Jo, ich lasse jetzt noch eben die Zeit ablaufen. Glaube ich. Na, die 100 Schritte, die machen wir jetzt noch im Video. Ansonsten werden wir in dieser Folge nicht mehr wirklich viel groß machen. In der nächsten Folge werden wir dann endlich weiterkommen, hoffentlich. Jo. Oh, warte, wir können ja schon mal Surfer beibringen, ne? Machen wir das mal. Das machen wir jetzt mal. Surfer beibringen. Was? Relax, du kannst Surfer? Wie soll das denn funktionieren? What the fuck? Relax, du Mann. Damn. Skröte kannst du lernen. Ich habe keine Ahnung, warum hier diese Musik läuft. Ich finde die Vatania-Waldmusik hier viel passender. Ehrlich gesagt. Und die ist ja auch im Remake genommen worden. In der zweiten Gen gibt es keine Safari-Zone. Das brauchen wir auch nicht. Ein Oberei! Hat es diesmal Bock? Ich glaube, wenn es auch die Bälle aus... Wir können auch einfach vor der Zeit abbrechen, das weiß ich. Und ich glaube, wenn die Bälle ausgehen, haben wir eh keine... Können wir eh nichts mehr machen, außer Items suchen. Lol, wir haben einfach ein Oberei gefangen. Okay. Nice, warum nicht? Gehen wir mal an. Das Ei-Pokémon. Dieses Pokémon werden nicht... Diese Pokémon werden oftmals für Eier gehalten. Bei Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. Okay. Gut, damit breche ich hier mit ab. Zurück. Fuck. Hä? Abbrechen. Kann man nicht hier abbrechen? Normalerweise kann man vorzeitig abbrechen. Aber hier anscheinend irgendwie nicht. Warum auch immer. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich würde die Folge halt nicht beenden, weil ich dachte mir schon, vielleicht fange ich ja noch ein Pokémon, wie jetzt gerade. Ja, ich ziehe die Folge jetzt gerade einfach nur extra lang. Tut mir leid. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Lol. Dein Ernst? Krass, Mann. Oh nein, ich nein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das fange. Ich glaube, ich habe das sogar schon. So, wir haben auch noch 12 Schritte. Okay, verschwenden wir die hier mal so. Tut mir leid. Aber damit würde ich dann sagen, danke fürs Anschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Oder wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. An den Seiten könnt ihr drinnen draufklicken. Das sind richtig geile Sachen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es nicht heißt Safari-Zone, sondern Pokémon Blau. Haut rein!